Also Vince, das ist ein Selfie. Das hinter mir ist jetzt die alte, ehrwürdige Boeing 737-222X United Airlines. Heute in der Farbe von der Qantas. Das ist unser Flugsimulator Bobinda. Okay, mal schauen, jetzt machen wir dann einen kleinen Clip für dich. Okay, voilà. Die Fuel-Anzeige, die ist, ich weiß nicht, korrekt. So. Du siehst also, Vinz, es ist da fast wie in echt. Nicht ganz 83er, aber macht auch viel Spass. Autopilot fliegen, Automaten fliegen. So, wie es aussieht, sind wir tatsächlich ready for departure. Im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn wir ready for departure wären. Die Systeme sind alle ready, hochgefahren. Es hat vorher zwei, drei Holper gegeben, aber die haben wir jetzt im Griff. Wir stehen hier auf der Runway 28 in Zürich-Lauten. Und wir warten, bis wir ein Clip for Takeoff bekommen. Viel Spass, und das ist ein Clip für den Winz. Danke, danke. Unser Flug bringt uns auf Zürich-Basel. Von Zürich nach Basel machen dann noch ein paar Einstellungen. Frequenzen, Basel-Mühlhaus, vielleicht einmal einen Vorrasten. Zürich-Lauten haben wir bereits. Dann haben wir hier noch das ILS-Piste 16, 111,55. Voilà, das nehmen wir rüber. That's it. Clear for takeoff, runway 28. Okay, ist mir klar, der Vinz, dass du das so besser machst. Das sind natürlich Momente, wo man ja nicht möchte. Gear up! Runway lights off, pack on. Und reduzieren auf 90%. Und den Steigwinkel reduzieren auf 10 Grad. Passen wir ihn aus. Gehen wir dann noch Autotrack rein. Level change. Leider lässt uns SMS im Stich.
haben wir also neben dem Autopilot keine weitere Unterstützung. Aber wir sind da zum Fliegen. Das Overhead Panel. Jetzt sollten wir aufs Fliegen konzentrieren. Wir haben hier rechts unten ja Leibstadt. Irgendwie jetzt wieder in Bibel. Bevor ich mich um die Kameras kümmere. Die Zeit her sind wir wieder zurück. Ich habe natürlich auch noch Speed Breaks. So mit dem grünen Bereich, solange wir dann 10.000 sind. Und wenn ich es gefunden habe, von Lorau, dann haben wir hier immer noch Autopilot. Seht ihr hier wieder Speed. Level Change.
Höhe, 3800 Fuß, 185 Knoten, 274 Heading. Distanz 0,6 Meilen. Wir fliegen jetzt bis wir 10 Meilen hier bei haben, in der Trainerei. Auf 4 Grad. Wir fliegen dann im Radius von rund 10, 12 Meilen um das Vior Basel aus. Also wir fliegen, bis wir hier eine Distanz von 10 Meilen haben. Wenn wir hier 10 Meilen haben, drehen wir ein auf 4 Grad. Dreht hier 4 Grad. Und das machen wir. Wir fliegen den Kurs 4 Grad, Heading 4 Grad, bis wir nach einer Distanz von 12 Meilen haben. Nachher drehen wir ein, 14 Grad, 24 Grad, immer in 10 Grad Step und immer schauen, dass wir hier 12 Meilen Radius haben. Die Höhe 3800 Fuß. Speed 185 Knoten. Okay. Dann gehen wir da. X. Off. Das ist gut so. Und Flight. So, dann drehen wir jetzt ein auf 4 Grad und fliegen da bis wir 12 Meilen haben. Speed tun ich reduzieren auf 165 Knoten und setze Flaps durch. Set. Schön, jetzt sehen wir so aus wie von uns gewesen. Reduzieren auf 160 Knoten und setzen wir nachher Flex 5. 11,7. 8, wir bitten auf Kuss. Flaps 5. Dann da. Zeig auf 328 Grad. Also die Auffanglinie, die wir dann am Ende haben. Da gehen wir 14 Grad. 328. Da fliegen wir nachher eine
bisschen weiter. 24 Grad. Bis wir 58 Grad haben. Nachher fliegen wir 58 Grad, bis wir da die Auffanglinie vom Bio haben. Passen wir aus. Kann ich vorbereiten, 111,55. Das wäre das ILS, bis 16. Reduzieren die Speed, gehen hier auf 44 Grad. Reduzieren die Speed auf 150. Flap 10. Gehen auf 48 Grad. Und warten, bis wir da. Wir fliegen jetzt Heading 58. Bis wir nachher da auf 328 Grad zu VOR Basel-Milhausen einläuft. Sobald das einläuft, drehen wir nachher ein auf die ILS bis 16. Dann stellen wir selbstverständlich den Pilot an. Wir haben dann noch 11,9, sind jetzt ein bisschen näher gekommen und sind näher am Flugplatz. Jetzt läuft das ein, also jetzt drehen wir ein, können den Autopilot abstellen, Speed off und drehen über. Sind rund 12,8 Meilen, 12,6 Meilen vom Pistenende entfernt und sind noch ein bisschen tief. Wir behalten die Höhe da, sind nicht weiter ab. Jetzt sehen wir da, wir sind tief. Aber können wir ein bisschen schön rein, jetzt sind wir ein bisschen zu fest rechts, können wir korrigieren. Die Höhe halten, wir sind, steigen rein, macht keinen Sinn. Flaps 1-5, key down. Dann haben wir hier die Anzeige langsam. Gear down, okay, bitte. Halt sind wir auf Meilers. Richtung langsam.
gesehen, oder? Den Rest können wir euch schenken. Ich schlage vor, wir beamen uns jetzt auf Dubai. Ihr seht, wie schnell das geht.